Ohne Zweifel hat Musk die Kunst gemeistert, aus seinen Mitarbeitern das Maximum herauszuholen. Wenn man mit 3 Dutzend SpaceX-Ingenieuren spricht, wird jeder von ihnen von einem anderen kleinen Management-Trick berichten, mit dem Musk die Leute dazu bringt, seine Termine einzuhalten. Ein Beispiel von Brogan. Normale Manager geben Termine einfach vor. Musk dagegen bringt seine Ingenieure dazu, sie sich zu eigen zu machen. Er sagt nicht, du musst damit bis Freitag 14 Uhr fertig sein, erklärt Brogan. Stattdessen sagt er, ich brauche das Unmögliche bis Freitag 14 Uhr. Schaffst du das? Wenn man dann Ja sagt, arbeitet man nicht deshalb hart, weil er es angeordnet hat. Man arbeitet hart für sich selbst. Diesen Unterschied kann man fühlen. Man hat sich selbst verpflichtet, die eigene Arbeit rechtzeitig zu erledigen. Indem er hunderte von intelligenten, eigenmotivierten Menschen einstellte, hat Musk bei SpaceX zudem die Kraft des Individuums optimiert. Eine Person, die 16 Stunden am Tag arbeitet, ist weitaus effektiver als 2 Personen mit 8-Stunden-Tagen zusammen. Wer etwas allein erledigt, braucht keine Meetings, muss keine Kompromisse suchen und keine Kollegen zur Eile anhalten. Er arbeitet einfach und arbeitet und arbeitet. Der ideale SpaceX-Mitarbeiter ist jemand wie Steve Davis, Leiter des Bereiches Zukunftsprojekte. Er arbeitet seit Jahren jeden Tag 16 Stunden, sagt Brogan. Damit erledigt er mehr als 11 Leute, die zusammen an etwas arbeiten. Davis war Teil der Mannschaft auf Quai und sieht diese Mission als die beste Zeit seines Lebens an. Jeden Abend konnte man entweder in dieser Zeltbehausung neben der Rakete schlafen, wo die Geckos kreuz und quer über einen liefen, oder man konnte eine einstündige Bootsfahrt zurück zur Hauptinsel machen, bei der man aber seekrank wurde, erzählt er. Jeden Abend musste man sich für den Schmerz entscheiden, an den man sich gerade am wenigsten erinnerte. Es war so heiß und man war so erschöpft. Es war einfach toll.